Was wir derzeit an den Märkten sehen, ist ein seltsames und auch seltenes Phänomen. Es herrscht nämlich Angst und das unmittelbar in der Nähe des Allzeithochs bei den US-Indizes. Wie kommt das zustande? Wir wollen uns mal ein paar Widersprüche anschauen, die derzeit geradezu greifbar sind und die uns vielleicht verraten, was in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht passieren könnte. Wir starten zunächst mal mit der Angst. Der Fear and Greed Index, der kürzlich sogar noch bei 16 war, vor dieser Rallye, die wir jetzt gesehen haben. Jetzt sind wir immer noch bei 25. Das heißt, die Investoren haben Angst. Extreme Fear, wie hier diese Grafik von CNN ausweist. Und jetzt sagen manche, oh, ist doch super, wir haben eine Rallye und trotzdem haben die Leute Angst. Das ist doch eine gute Voraussetzung. Ein Blick in die Geschichte der Börsenkurse zeigt allerdings, nö, das ist eher nicht der Fall, sondern es ist so, wenn wir innerhalb von 1% zu einem Allzeithoch sind und der Fear and Greed Index doch unter 40 ist, und wir sind ja jetzt noch deutlich unter 40, dann war in 3/4 der Fälle in den nächsten 3 Monaten eine Korrektur am Start, also 75% Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur. Was ist da los? Man misstraut offenkundig dieser Rallye ein bisschen. Wir haben schon gezeigt, oder ich versuchte schon zu zeigen, dass diese Rallye maßgeblich auch Short-Eindeckungen waren. Da haben sich manche vielleicht auf der falschen Seite positioniert. Am Montag schien alles abzusaufen, Puts wurden gekauft, um sich abzusichern, und dann ging es ab Dienstag nach oben, dann wieder die Puts eingedeckt, mithin also faktisch den Markt gekauft. Also das ist die Konstellation, die ein bisschen seltsam ist. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was mit den sogenannten Fundflows ist, also mit den Geldflüssen in die Märkte, respektive in die Aktienmärkte. Und hier sehen wir mal die Geldflüsse bei US-Broker-Dealern, also bei amerikanischen Brokern, wenn man so will. Und hier gab es massive Ausflüsse aus Funds, also aus ETFs etc., aus Fonds. Hier ist also massiv Geld abgezogen worden. Gleichzeitig ist jetzt aber der S&P wieder gestiegen. Das ist eines der Phänomene, die auch einer Erklärung bedarf. Schauen wir uns mal hier Goldman Sachs an, die jetzt nochmal explizit darauf hingewiesen haben, warum sie erwarten, dass der August schwieriger wird für die Märkte, weil sie sagen, schaut euch mal durchschnittlich die Fundflows an, also die Geldflüsse, fließt Geld in Aktien oder fließt Geld aus Aktien raus? Und hier sehen wir, dass der August eben extrem negativ in dieser Hinsicht ist. Das ist einer der Punkte, warum Goldman Sachs, natürlich der beste Kontraindikator der Welt, Goldman Sachs hier vor Schwäche oder zumindest vor einer Korrektur der Aktienmärkte warnt. Wir sind ja jetzt weitgehend auch noch in der sogenannten Blackout Period, also in der Zeit, in der die Unternehmen keine eigenen Aktien zurückkaufen können. Hier sehen wir mal nochmal die saisonalen Muster. Normalerweise sind wir jetzt in einer eher schwächeren Zeit, zweite Juli-Hälfte. Und das zieht sich dann vor allem auch in die erste August-Hälfte mit rein. Unten hier eine Grafik auch von Goldman Sachs, die zeigt, dass das einer der saisonal eher ungünstigeren Bereiche ist. Eben weil die Leute keine Gelder in die Märkte packen, die sind im Urlaub, das unterbleibt dann teilweise, weil keiner hinguckt, die Handelsvolumina dünn sind. Und weil wir eben auch eine Blackout Period haben, das wären 3 Gründe. Das zeigt sich hier nochmal in diesem Seasonal Pattern Chart des S&P 500. Hier sehen wir, dass normalerweise jetzt ebenso eine nicht zwangsläufig sehr negative Phase jetzt eintritt, aber zumindest jetzt auch keine extrem positive. Das Ganze dann bis Oktober, und normalerweise wird die Saisonalität dann günstig. Schauen wir uns mal das gestrige Geschehen an den Märkten. Da sehen wir diese Go-Out- und Party-Aktien, die sind massiv gestiegen in Relation zu den Stay-at-Home-Aktien. Also Reopening ist das große Thema gewesen, am Montag noch totale Furcht, jetzt sagt man sich, naja, okay, selbst wenn die Zahlen steigen, wir sehen, dass die Hospitalisierungen nicht steigen, man ist also grundsätzlich optimistisch. Gestern ist dann auch die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe gestiegen, was ja bei der Rallye am Dienstag noch nicht der Fall war und nicht so wirklich gepasst hat. Jetzt haben die Anleihemärkte so ein bisschen dieses Thema aufgenommen, allerdings bleibt der Abstand zwischen den Aktienmärkten und der 10-jährigen Rendite noch relativ groß. Das war ja lange ein paralleles Laufen, Anstieg der Renditen hieß Anstieg der Aktienmärkte. Dieses Muster ist gebrochen worden. Mal sehen, wie wir das wieder zusammenkriegen. Schauen wir uns die Sektoren an.
finde ich immer relativ aufschlussreich zu gucken, ja, was läuft denn eigentlich, was wird da gespielt? Das kriegt man dann eben illustriert, wenn man sich diese Sektoren anschaut. Energie mit dem gestern massiv gestiegenen Ölpreis, fast 4%. Financials, also die Finanzwerte, Industrials, Materials, diese klassischen Reopening-Stories, die defensiven Sektoren wie Real Estate, Consumer Staples, Healthcare, die waren alle schwächer gestern. Also es war ganz klar ein Reopening-Thema, das gestern gespielt wurde. Jetzt sehen wir, dass 64 Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Zahlen gemeldet haben, also jetzt gut 10%, und wir sehen, dass davon immerhin über 15% ihre Guidance angehoben haben, also ihren Ausblick angehoben haben. Dagegen haben nur etwa 5% der Firmen ihren Ausblick gesenkt, also man ist optimistisch. Auf der anderen Seite sagen eben diese Firmen, dass sie hier Probleme mit der Inflation haben, mit steigenden Kosten, nämlich 87% der bisher meldenden Unternehmen. Wie passt das zusammen? Also wenn sie höhere Kosten haben, gleichzeitig optimistischer sind, dann müssen sie ja irgendwie diese höheren Kosten weitergeben. Das heißt, sie müssen letztendlich die Preise anheben, und dann sind wir beim Thema Inflation. Und hier vielleicht nochmal eine Meldung, die jetzt frisch reingekommen ist. General Motors muss seine Produktion eines großen Pickup-Trucks, das sind diese Fahrzeuge, die die Amis lieben, die extrem viel Blech enthalten und innen wenig, vergleichsweise wenig Platz haben für den Blech, den man da bewegt. Also diese unglaublich umweltfreundlichen Autos, da muss GM jetzt erstmal die Produktion in weiten Teilen der USA anhalten, weil man eben keine Chips hat. Und auf der anderen Seite sehen wir unten in der Grafik, dass zwar jetzt diese Reopening-Story gespielt wird massiv, aber die Inflationserwartungen nicht mitsteigen. Also auch das wieder ein Widerspruch. Man will also den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Das ist so ein bisschen die Krux derzeit an den Märkten. Auf der einen Seite Allzeithoch, auf der anderen Seite Angst, auf der einen Seite Reopening-Euphorie, auf der anderen Seite müssten dann eigentlich die Inflationserwartungen mitsteigen, was sie nicht tun. Passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber die Fed sagt sich, vielleicht ist Inflation doch ein Thema. Ich hatte es gestern Abend im Marktgeflüster schon mal angedeutet. Man kauft überdurchschnittlich viele Tips, also inflationsgeschützte US-Staatsanleihen. Wir sehen, dass die Fed hier einen ganz klaren Trend hat, was diese Geschichte betrifft. Also man sichert sich ab, man scheint sozusagen nach außen hin zu kommunizieren, Inflation ist transitory, aber guckt auf ihre Handlungen, nicht auf das, was sie sagen. Man kauft eben inflationsbesicherte Anleihen mehr als, oder hat den prozentualen Anteil deutlich erhöht jetzt. Also das zeigt da eine gewisse kognitive Dissonanz, könnte man sagen, und erstaunlich auch, dass normalerweise, wenn die Inflation steigt, dann ist das Verhältnis zwischen Rohstoffen und Aktien günstig für Rohstoffe. Jetzt sehen wir, dass die Inflation massiv gestiegen ist. Commodity to Equities Ratios in Relation zur Inflation. Die Inflation, Sie haben es vielleicht mitbekommen, ist ja leicht gestiegen in den USA. Peripher. Bissel, nicht viel, gell, aber ein bissel halt schon. Das ist diese Viagra-Kerze hier, und wir sehen, dass normalerweise das natürlich sehr positiv für Rohstoffe ist. Gestern der Bloomberg Commodity Index deutlich schon nach oben gegangen, und das, obwohl jetzt zunächst mal heute Nacht dieses Votum gescheitert ist in Sachen Infrastrukturpaket von Joe Biden. Hier 51-49 dagegen. Es hätte aber 60 Ja-Stimmen brauchen müssen. Es gab nur 49 Ja-Stimmen, also das ist schon relativ deutlich gescheitert. Allerdings Optimismus von beiden Seiten. Manchin, der gemäßigte Demokrat, der fast schon Republikaner ist, sagt, also wir haben sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Beide Parteien haben dann ein Kommuniqué, also eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie gesagt haben, ja, wir arbeiten dran, und man versucht das Ganze jetzt nächste Woche hinzukriegen. Hier unten nochmal, das Alter der amerikanischen Infrastruktur ist immens. Da hat man teilweise das Gefühl, man lebt in einem Dritte Weltland, in manchen Bereichen zumindest. Also da ist natürlich extremer Handlungsbedarf. Das wäre beim Thema Rohstoffe natürlich extrem förderlich für den Aufstieg der Preise, wie auch für ein weiteres Anziehen der Inflation. Wenn dieses Infrastrukturpaket käme, wo nicht, wird dann der fiskalische Impuls negativ für die USA. Ich hatte es schon mal in einem Chart gezeigt. Jetzt hat Joe Biden sich geäußert und hat so ein bisschen die Inflation kleingeredet. Hat gesagt, ja, die meisten Ökonomen sagen, das ist transitory, gell? Also hat er kürzlich mit dem Jerome Powell gesprochen. Und der hat ihm das
jetzt nochmal versichert. Daraufhin sind am Dienstag dann die Aktien gestiegen. Mhm. Aber er sagt, ja, also hier mit den Hiring Difficulties, also es ist schwer für viele Firmen Mitarbeiter zu finden, das ist ein Problem, und hat so ein bisschen eingestanden auch, dass das natürlich durch diese Helikoptermaßnahmen, Unemployment Benefits der US-Regierung kommt. Also da ist zumindest die halbe Wahrheit schon mal durchgeblitzt. Noch ein Blick nach China. Wir haben hier große Probleme bei dem Immobilienentwickler Evergrande. Hier manche Banken Mortgages eingestellt, also die sind von der Kreditvergabe mehr oder weniger jetzt ausgeschlossen. Evergrande ist der höchst verschuldete Immobilienentwickler der Welt. Das ist ein Riesenunternehmen, da ist ein bisschen Panik am Markt, was zumindest Evergrande hier betrifft. Das nun mal ein Streiflicht, und ein Streiflicht, mehr als ein Streiflicht, wird heute das Thema Boom und Bust sein. Der Crash kommt nie. 18.30 Uhr, ich packe Ihnen wieder den Link unter das Video. Absolutes Muss, meine Damen und Herren. Wir haben Marc Friedrich. Ich denke, es wird richtig rumpeln und knallen, und es wird Spaß machen. Wir werden da ein bisschen in die Tiefe gehen in Sachen Crash, wichtige Unterscheidungen treffen. Seien Sie da unbedingt dabei. Wenn Sie es heute nicht schaffen, dann auf jeden Fall spätestens am Freitag oder am Wochenende. Heute Abend das Marktgeflüster früher, weil 18.30 Uhr die Sendung, also spätestens so um 18, 18.15 Uhr das Marktgeflüster fertig oder online. Und morgen gibt es dann keinen Videoausblick und kein Marktgeflüster. Da muss ich mal ein bisschen was Abstand haben. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Donnerstag. Ich sage Servus und Ciao.